Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. Bekommst du Kopfschmerzen, sobald du die Wörter Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv hörst? Gute Neuigkeiten! Ab heute wirst du keine Kopfschmerzen mehr haben, denn ich werde dir die vier Fälle im Deutschen super einfach erklären. Bist du bereit? Dann lass uns beginnen. Los geht's! Bevor wir mit dieser Lektion starten, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du alle Infos aus dem heutigen Video in meinem kostenlosen PDF findest. Du kannst es herunterladen, wenn du auf den Link unter diesem Video klickst. Trage deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein und du bekommst das PDF mit den ganzen Infos. Wenn du auch weiterhin deine Deutschkenntnisse verbessern möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal. Hier gibt es immer viel Grammatik und Wortschatz. Ist dir dein Erfolg beim Deutschlernen wichtig? Dann mach aus diesem roten Knopf einen grauen. Super! Dieses Video ist folgendermaßen aufgebaut. Zuerst klären wir, was Fälle überhaupt sind. Und dann gebe ich dir Informationen zu allen vier deutschen Fällen. Hier gibt es zwei Wörter, die das Gleiche bedeuten. Der Fall und der Kasus. Aber was ist das überhaupt? Fälle zeigen die Beziehung zwischen Substantiven oder Nomen und anderen Elementen im Satz, zum Beispiel Verben. Meistens bestimmt das Verb oder die Präposition den Fall des Substantivs. Man kann die verschiedenen Fälle beispielsweise am Artikel oder manchmal auch an den Endungen erkennen. Verschiedene Fälle gibt es auch bei Pronomen. Diese dienen ja als Ersatz für Nomen. Welche Fälle gibt es nochmal im Deutschen? Wenn du dir das schon gemerkt hast, dann drücke jetzt kurz auf Pause und schreib deine Antwort in die Kommentare. Danach kannst du dich selbst testen. Also, Pause! Im Deutschen unterscheidet man vier Fälle. Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Dann fangen wir gleich mit dem Nominativ an. Der Nominativ ist die Grundform eines Nomens. So stehen Nomen auch in Wörterbüchern. Das Subjekt steht übrigens immer im Nominativ. Ich gebe dir gleich ein Beispiel. Die Katze ist süß. Das ist übrigens meine Katze Fumpa. Wir können übrigens folgende Fragen stellen. Wer für Menschen und was für Sachen? Was ist aber mit Tieren? Tiere werden meistens den Menschen gleichgestellt, vor allem Haustiere, die einen Namen haben. Deshalb benutzt man auch bei Tieren in der Regel die Frage wer. Wie stellen wir aber diese Fragen? Wir suchen zuerst immer nach dem Verb und stellen die Frage vom Verb aus. Wo ist das Verb in diesem Satz? Ist. Sehr gut. Und dann stellen wir die Frage, wer ist süß? Die Katze ist süß. Die Katze steht im Nominativ. Das ist das Subjekt in diesem Satz. Weitere Beispiele. Die Frau kocht. Wo ist hier das Verb? Kocht. Ganz genau. Dann lass uns eine Frage stellen. Wer kocht? Die Frau. Die Frau steht im Nominativ. Das Buch ist spannend. Was ist spannend? Das Buch. Das Buch ist das Subjekt und steht im Nominativ. Achte bitte auf die Artikel im Nominativ. Nominativ maskulin. Der, ein Mann. Nominativ feminin. Die, eine Frau. Nominativ neutrum. Das, ein Kind. Nominativ plural. Die Leute.
Es gibt außerdem bestimmte Verben, die immer den Nominativ verlangen. Und hier sind diese Verben: sein, werden, heißen, bleiben. Wir bilden gleich Beispiele damit. Mein Nachbar ist Anwalt. Wo ist hier das Verb? Ist, ganz genau. Dann stellen wir eine Frage. Wer ist Anwalt? Mein Nachbar. Mein Nachbar ist das Subjekt in diesem Satz und steht im Nominativ. Und was ist in dem Fall Anwalt? Das Wort Anwalt ist kein Subjekt. Es ist Teil des Prädikats. Ist Anwalt. Dieser Satz ist aber etwas ganz Besonderes. Es geht hier um dieselbe Person. Mein Nachbar ist gleich Anwalt. Deshalb steht auch das Wort Anwalt im Nominativ, weil diese Wörter im Satz gleichgesetzt werden. Hier sind weitere Beispiele. Die Studentin wird später Tierärztin. Beide Nomen, die Studentin und Tierärztin, stehen im Nominativ. Mein Nachbar heißt Klaus. Auch hier haben wir zwei Nominative. Mein Nachbar und auch Klaus. Wir bleiben für immer gute Freunde. In diesem Satz ist das Subjekt kein Nomen, das ist ein Personalpronomen wir. Und auch dieses Pronomen steht im Nominativ. Und was ist mit den Freunden? Na klar, auch dieses Nomen steht im Nominativ. Wir haben wieder zwei Nominative im Satz. Gute Nachricht, es gibt keine Präpositionen mit dem Nominativ. Das ist also im Prinzip alles, was du über diesen Fall wissen solltest. Lass uns nochmal das Ganze zusammenfassen. Das Subjekt steht immer im Nominativ. Wir stellen folgende Kontrollfragen. Wer oder was? Eine kleine Anzahl von Verben, die den Nominativ brauchen, sollte man auswendig lernen. Schreib bitte auch dein eigenes super einfaches Beispiel mit dem Nominativ in die Kommentare. Wir müssen ja das Leben nicht komplizierter machen, als es eigentlich ist. Wenn du sicherer bei der Grammatik werden möchtest, dann melde dich am besten zu einem meiner Deutschkurse an. Es gibt alles, was du brauchst. Schaue dir gerne meinen A2-Kurs an. Und hier ist mein B1-Kurs. Wenn du das B2-Niveau erreichen möchtest, dann wird dir dieser Kurs dabei helfen. Hast du Interesse an einem C1-Kurs? Er wird gerade erstellt. Trage dich gern auf die Warteliste ein, dann wirst du informiert, sobald dieser Kurs fertig ist. Melde dich am besten gleich heute an. Alle Links findest du unter diesem Video. Bei mir wirst du zu einem Grammatikhelden und einem Wortschatzprofi. Weiter geht's mit dem Akkusativ. Eins ist schon mal klar. Der Akkusativ kann nie das Subjekt sein. Der Akkusativ steht für eine Person oder eine Sache. Dieser Fall zeigt, wen oder was die Handlung betrifft. Wir stellen hier folgende Fragen. Wen für Menschen und Tiere und was für Sachen? Ich streichle die Katze. Wonach suchen wir zuerst? Natürlich nach dem Verb. Wo ist hier das Verb? Streichle. Ganz genau. Dann suchen wir nach dem Subjekt. Wer streichelt die Katze? Ich. Das Personalpronomen ich steht hier im Nominativ. Das ist das Subjekt. Und jetzt pass auf. Wen streichle ich? Die Katze. Die Katze ist ein Objekt und dieses Objekt steht im Akkusativ. Weitere Beispiele. Die Frau kocht eine Suppe. Wer kocht? Die Frau. Das ist der Nominativ. Was kocht die Frau? Eine Suppe. Das ist ein Akkusativobjekt.
Das Verb kochen kann auch alleine stehen, aber durch ein direktes Akkusativobjekt haben wir mehr Informationen. Eine Suppe ist hier ein direktes Akkusativobjekt. Das heißt ein Nomen im Akkusativ ohne Präposition. Ich besuche meine Oma. Wer besucht meine Oma? Ich. Das Pronomen steht im Nominativ. Das ist das Subjekt. Wen besuche ich? Meine Oma. Das ist ein direktes Akkusativobjekt. Achte bitte auf die Artikel im Akkusativ. Akkusativ maskulin. Den einen Mann. Akkusativ feminin. Die eine Frau. Akkusativ neutrum. Das ein Kind. Akkusativ plural. Die Leute. Wie du siehst, verändert sich im Akkusativ nur die maskuline Form. Alles andere bleibt genauso wie im Nominativ. Und jetzt kommt eine gute Nachricht. Ich liebe gute Nachrichten. Also, die meisten direkten Objekte zum Verb stehen im Akkusativ. Das Verb gibt hier also vor, dass es den Akkusativ braucht. Ja, ganz genau. Es gibt also eine ganze Liste von Verben, die den Akkusativ verlangen. Diese Liste ist deutlich länger als die für den Nominativ. Solche Verben muss man auswendig lernen. Mit der Zeit wirst du schon am Verb erkennen, dass es den Akkusativ benötigt. Wenn du aber Hilfe dabei brauchst, dann findest du eine Tabelle mit den wichtigsten Akkusativverben in meinem A2-Kurs. Ich zeige dir ein paar Verben mit dem Akkusativ. Haben, essen, trinken, finden, kaufen, lesen, schreiben, sehen, einladen, anrufen. Und hier sind einige Beispiele mit diesen Verben. Ich habe einen Bruder. Wer hat einen Bruder? Ich. Das Pronomen steht im Nominativ. Wen habe ich? Einen Bruder. Das ist ein Akkusativobjekt. Hast du auch Geschwister? Das Wort Geschwister steht für Brüder und Schwestern. Der Junge isst einen Döner. Wer isst einen Döner? Der Junge. Das ist der Nominativ. Was isst der Junge? Einen Döner. Dieses Nomen steht im Akkusativ. Dazu trinkt er eine Cola. Wo ist hier das Subjekt? Sehr gut, er. Wer trinkt eine Cola? Er. Und wo ist hier das Akkusativobjekt? Sehr gut. Was trinkt er? Eine Cola. Nicht wirklich gesund. Das Mädchen findet den Jungen süß. Wer findet den Jungen süß? Das Mädchen, das ist das Subjekt und steht im Nominativ. Wen findet das Mädchen süß? Den Jungen. Du fragst dich wahrscheinlich, warum wir hier eine Endung haben. Dieses Nomen, den Jungen, steht nicht im Plural. Das ist der Singular. Aber dieses Wort gehört zu der sogenannten Endeklination. Möchtest du mehr darüber lernen? Dann komm in meinen B1-Kurs. Ich habe auch tolle Übungen dafür vorbereitet. Nicht nur das Verb bestimmt, ob das Nomen im Akkusativ steht. Es gibt einige Präpositionen, die den Akkusativ verlangen. Welche sind es denn genau? Hier sind einige Präpositionen mit dem Akkusativ. Bis. Das Angebot gilt nur bis nächste Woche. Durch. Die Frau geht durch die Tür. Für. Das Geschenk ist für meine Mutter. Gegen. Ich lehne mich gegen die Wand. Ohne.
Ich fahre ohne meinen Freund in den Urlaub. Ich gehe um den Tisch. In meinen Deutschkursen lernen die Schüler immer auf eine einfache und verständliche Art und Weise. Und ich liebe Erklärungen, die man sich leicht merken kann. Es gibt einen Merksatz, der dir dabei hilft, die Präpositionen mit dem Akkusativ schneller zu merken. Bis, durch, für, gegen, ohne, um. Kennst du nicht den Akkusativ? Dann bist du wirklich dumm. Nein, Spaß, nicht du. Du bist super schlau, weil du dir gerade mein Video anschaust und richtig viel lernst. Aber der Satz ist toll, oder? Bis, durch, für, gegen, ohne, um. Es gibt auch andere Präpositionen mit dem Akkusativ. Sie werden aber deutlich seltener verwendet. Diese lernen wir beispielsweise in meinem B2-Kurs. Aber Moment mal, gibt es nicht noch Präpositionen, die zwischen den Fällen wechseln? Ja, sowas gibt es auch. Es gibt 9 Präpositionen im Deutschen, die sowohl mit dem Akkusativ als auch mit dem Dativ verwendet werden. Man nennt sie auch Wechselpräpositionen. Merke dir die Zahl 9. So kannst du dich einfacher an alle Präpositionen erinnern. In, an, auf, unter, über, vor, hinter, neben, zwischen. Wenn du eine Wechselpräposition siehst, frage immer wo oder wohin. Bei der Frage wohin nehmen wir immer den Akkusativ. Es geht um eine Bewegung von A nach B. Zum Beispiel, ich gehe in die Schule. Wohin gehe ich? In die Schule. Die Kinder klettern auf einen Baum. Wohin klettern die Kinder? Auf einen Baum. Das Auto fährt über die Brücke. Wohin fährt das Auto? Über die Brücke. In allen diesen Sätzen benutzen wir den Akkusativ, weil wir die Frage wohin stellen. Lass uns noch mal kurz das Ganze zusammenfassen. Die meisten direkten Objekte zum Verb stehen im Akkusativ. Hier gibt es folgende Kontrollfragen. Wen oder was? Die Verben sowie die Präpositionen mit dem Akkusativ sollte man auswendig lernen. Wenn du eine Wechselpräposition siehst, dann stelle immer eine Frage. Lautet die Frage wohin, brauchst du den Akkusativ. Und jetzt schreib bitte dein eigenes einfaches Beispiel mit dem Akkusativ in die Kommentare. Ich möchte sehen, ob du meine Erklärung verstanden hast. Was hast du verstanden? Meine Erklärung. Das ist auch der Akkusativ. Viele haben Angst vor dem Dativ, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Nachvollziehen bedeutet verstehen. Der Dativ ist sogar viel einfacher als der Akkusativ. Ich erkläre dir warum. Nur wenige Verben verlangen den Dativ. Ja, auch hier kann das Verb bestimmen, dass es den Dativ braucht. Es gibt aber viel weniger Verben, die den Dativ benötigen im Vergleich zum Akkusativ. Auch diese Liste findest du in meinem A2-Kurs. Der Dativ steht meistens für eine Person. Ja, wir benutzen den Dativ normalerweise für Menschen und Tiere und nicht für Sachen. Wir stellen also nur eine Kontrollfrage, und zwar wem? Die Katze gehört mir. Lass uns diesen Satz ganz genau anschauen. Wo ist hier das Verb? Gehört. Prima. Wer gehört mir? Die Katze steht im Nominativ. Das ist das Subjekt. Und jetzt pass auf. Wem gehört die Katze? Mir. Das ist meine Katze. Das Personalpronomen mir steht im Dativ. Einfach, oder? Hier sind weitere Beispiele. Die Oma dankt der Frau. Hast du das Verb gefunden? Klasse!
Wer dankt der Frau? Die Oma. Das ist das Subjekt und steht im Nominativ. Wem dankt die Oma? Der Frau. Das ist ein Dativobjekt. Die Suppe schmeckt der Oma nicht. Wo ist hier das Verb? Schmeckt. Was schmeckt der Oma nicht? Die Suppe. Na klar, sie hat sie auch nicht selbst gekocht. Die Suppe ist das Subjekt und das Subjekt steht immer im Nominativ, ohne Ausnahmen. Wem schmeckt die Suppe nicht? Der Oma. Der Oma ist ein Dativobjekt. Ja, dieses Nomen steht im Dativ. Wie du siehst, ist das wieder eine Person. Achte bitte auf die Artikel im Dativ. Dativ maskulin. Dem, einem Mann. Dativ feminin, der einer Frau. Dativ neutrum, dem einem Kind. Dativ plural, den Leuten. Endet ein Substantiv nicht schon auf N, dann bekommt es im Plural ein zusätzliches N. Den Leuten. Es gibt aber eine Ausnahme. Das sind Substantive, die im Plural auf S enden. Zum Beispiel das Baby, die Babys. Lass uns mal gemeinsam einen Satz mit diesem Nomen bilden. Den Babys geht es gut. Wem geht es gut? Den Babys. Hier brauchen wir kein zusätzliches N. Die Liste mit den Dativverben ist recht überschaubar, aber auch sie sollte man auswendig lernen. Überschaubar heißt, es gibt nur eine kleine Anzahl von etwas. Hier sind ein paar Verben mit dem Dativ. Helfen, fehlen, gefallen, gehören, glauben, gratulieren, leid tun, passen, schmecken, zuhören. Und hier sind einige Beispiele. Ich helfe meinen Schülern. Wo ist hier das Verb? Helfe, genau. Wer hilft meinen Schülern? Ich. Das Personalpronomen steht im Nominativ. Wem helfe ich? Meinen Schülern. Das ist ein direktes Dativobjekt. Warum? Weil es hier keine Präposition gibt. Mir fehlen die Worte. Was fehlt mir? Die Worte. Das ist das Subjekt und das Subjekt steht immer im Nominativ. Wem fehlen die Worte? Mir. Das Personalpronomen steht im Dativ. Die neue Tafel gefällt dem Lehrer. Was gefällt dem Lehrer? Die Tafel, die neue Tafel. Das ist der Nominativ. Wem gefällt die neue Tafel? Dem Lehrer. Das ist ein Dativobjekt. Das Haus gehört der Oma. Was gehört der Oma? Das Haus. Das ist der Nominativ. Wem gehört das Haus? Der Oma. Das ist der Dativ. Und es gibt auch Präpositionen mit dem Dativ, die man sich merken sollte. Zum Beispiel aus. Wir kommen aus dem Supermarkt. Bei. Ich habe einen Termin beim Steuerberater. Mit. Wir treffen uns gern mit unseren Freunden. Nach. Nach dem Frühstück putze ich mir die Zähne. Seit. Caro lebt seit einem Jahr in Berlin. Von. Ich bin gerade von einer Reise zurückgekommen. Zu. Morgen gehe ich zum Arzt. Auch für Dativpräpositionen gibt es eine Merkhilfe. Diese findest du wieder in meinem A2-Kurs. Dort singen wir gemeinsam ein Dativlied. Es wird dir Spaß machen. War's das eigentlich? Gibt es keine weiteren Dativpräpositionen? Doch, schon. Zum Beispiel dank, gemäß, laut, binnen,
zufolge und so weiter. Aber diese werden nicht so häufig gebraucht. Man lernt sie normalerweise auf dem B2-Niveau. Und was ist mit den Wechselpräpositionen? Sie wechseln doch zwischen dem Akkusativ und dem Dativ. Richtig! Bei der Frage wo nehmen wir immer den Dativ. Hast du dir alle Wechselpräpositionen gemerkt? Wie viele gibt es denn? Nein, gut aufgepasst! Wir wiederholen sie nochmal alle zusammen. Sprich mir bitte nach. In, an, auf, unter, über, vor, hinter, neben, zwischen. Und hier kommen ein paar Beispiele. Ich bin in der Schule. Wo bin ich? In der Schule, das ist der Dativ. Die Kinder sitzen auf einem Baum. Wo sitzen die Kinder? Auf einem Baum. Das Auto steht unter der Brücke. Wo steht das Auto? Unter der Brücke. In allen Beispielen haben wir den Dativ benutzt. Im Vergleich zum Akkusativ sehen wir hier keine Bewegung. In Kombination mit Wechselpräpositionen drückt der Dativ immer einen Zustand aus. Und noch eine interessante Info zum Schluss. Präpositionen sind wichtiger als Verben. Wenn es also eine Präposition im Satz gibt, musst du dir keine Gedanken über das Verb machen. Zum Beispiel, ich suche meine Brille. Wo ist sie? Lass uns diesen Satz analysieren. Wo ist das Verb? Suche. Wunderbar. Wer sucht meine Brille? Ich. Das Pronomen steht im Nominativ. Das ist das Subjekt. Was suche ich? Meine Brille. Das ist ein direktes Akkusativobjekt. Warum? Weil das Verb suchen immer den Akkusativ verlangt. Und jetzt pass auf. Ich suche nach meiner Brille. Aha, jetzt haben wir eine Präposition und benutzen den Dativ. Die Präposition ist also wichtiger als das Verb. Oh, da ist sie. Lass uns nochmal alles zusammenfassen, was wir gelernt haben. Ein direktes Dativobjekt ist in der Regel eine Person oder ein Tier. Wir stellen folgende Kontrollfrage. Wem? Die Verben sowie die Präpositionen mit dem Dativ sollte man auswendig lernen. Wenn du eine Wechselpräposition siehst, frage immer wo oder wohin. Bei der Frage wo brauchst du den Dativ. Und jetzt warte ich auf dein eigenes Dativbeispiel. Ich hoffe, dass der Dativ ab jetzt den meisten Schülern gefällt. Wem gefällt der Dativ? Den meisten Schülern. Dativ Plural. Und nun kommen wir zum letzten Fall. Dieser heißt Genitiv. Er drückt eine Zugehörigkeit aus. Zum Beispiel, das ist das Spielzeug der Katze. Das Spielzeug gehört der Katze. Das ist ihr Spielzeug. Wir sprechen hier, wie gesagt, über die Zugehörigkeit. Hier stellen wir folgende Frage. Wessen? Also wessen Spielzeug? Der Katze. Der Katze steht im Genitiv. Noch zwei weitere Beispiele. Das Auto der Frau ist kaputt. Wessen Auto ist kaputt? Der Frau. Das Auto gehört dieser Frau. Der Frau steht im Genitiv. Ich liebe die Suppe meiner Oma. Wessen Suppe liebe ich? Meiner Oma, die Suppe meiner Oma. Meiner Oma steht im Genitiv. Achte bitte auf die Artikel im Genitiv. Genitiv maskulin. Des eines Mannes. Genitiv feminin. Der einer Frau. Genitiv neutrum. Des eines Kindes. Genitiv Plural, der Leute.
Im Genitiv bekommen männliche und neutrale Nomen die zusätzliche Endung -s oder -es. Gibt es Verben, die den Genitiv verlangen? Na klar, aber es sind nur ein paar und sie werden meistens nur im formellen Kontext verwendet. Manche gelten mittlerweile sogar als veraltet. Mach dir also wegen der Verben mit dem Genitiv gar keinen Kopf. Hier sind solche Verben: bedürfen, sich bedienen, sich enthalten, sich vergewissern, gedenken, sich entbarmen, sich erinnern, sich schämen. Und hier sind einige Beispiele. Rosen bedürfen besonderer Pflege. Das bedeutet, Rosen brauchen besondere Pflege. Ich bediene mich eines Beispiels. Ich zeige es an einem Beispiel. Er enthält sich seiner Stimme bei der Wahl. Er gibt seine Stimme bei der Wahl nicht ab. Sie vergewissert sich meiner Zustimmung. Sie will sicher sein, dass ich einverstanden bin. In formellen Kontexten und offiziellen Medien kommt der Genitiv immer noch häufig vor. Wenn du also einen formellen Brief schreibst, kannst du den Genitiv auf jeden Fall benutzen. Es gibt allerdings in der deutschen Sprache die Tendenz, immer einfacher zu sprechen. Deshalb verliert der Genitiv leider mehr und mehr an Bedeutung. Den Genitiv kann man also auch durch von plus Dativ ersetzen. Zum Beispiel das Spielzeug der Katze heißt auch das Spielzeug von der Katze. Die Bedeutung ist gleich. Man kann auch ein Kompositum, also ein zusammengesetztes Nomen bilden. Das Katzenspielzeug. In informellen Situationen benutzt man meistens den Dativ. Trotzdem solltest du den Genitiv beherrschen, damit du dich auch in formellen Situationen unterhalten und Briefe in offizieller Sprache schreiben kannst. Es gibt auch typische Präpositionen, die wir mit dem Genitiv verwenden. Wegen. Wegen des Staus kam es zu Verspätungen. Trotz. Trotz des Unwetters sind wir in den Urlaub gefahren. Aufgrund. Aufgrund des Zeitmangels bieten wir keine Termine mehr an. Während. Während des Studiums hat Steffi im Café gearbeitet. Innerhalb. Innerhalb unserer Schule sind Handys verboten. Außerhalb. Ihr Anliegen liegt außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs. Anlässlich. Anlässlich unseres Jahrestages gehen wir in ein schickes Restaurant. Sogar einige Präpositionen, die normalerweise mit dem Genitiv kommen, wechseln so langsam zum Dativ. Wundere dich also nicht, wenn du hörst, dass man nach wegen und während umgangssprachlich den Dativ verwendet. Schaue dir doch mal diese Beispiele an. Wegen des Staus kam es zu Verspätungen. Wegen dem Stau haben wir uns verspätet. Im ersten Satz habe ich den Genitiv benutzt und im zweiten den Dativ. Aber beide Sätze sind eigentlich korrekt. Nun fassen wir alle Informationen zum Genitiv kurz zusammen. Der Genitiv drückt eine Zugehörigkeit aus. Wir stellen folgende Kontrollfrage. Wessen? Die Verben sowie die Präpositionen mit dem Genitiv sollte man auswendig lernen. Diese werden überwiegend im formellen Kontext verwendet. Du solltest sie verstehen können, aber du musst sie nicht zwingend benutzen. Nicht zwingend bedeutet nicht unbedingt. Und jetzt brauche ich noch ein Beispiel mit dem Genitiv. Das schaffst du, oder? Das war's dann für heute. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen und vor allem geholfen hat. Verstehst du jetzt die deutschen Fälle viel besser? Super, denn das war mein Ziel. Und wenn du alle Infos aus dem Video und alle Beispiele noch einmal schriftlich bekommen möchtest, dann lade dir doch mein kostenloses PDF herunter. Den Link dazu findest du direkt unter diesem Video.
Hast du eine Frage an mich? Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Dann schreib mir gern einen Kommentar und ich werde wie immer für dich da sein. Na dann, bleib fleißig, pass auf dich auf und wir sehen uns schon bald wieder in meinem neuen Video. Mach's gut. Tschüss. Ich danke meiner Katze.